Diese Videoreihe ist einerseits für Judentum praktizierende Hundebesitzer gedacht, weshalb man einen Hund halten darf und was man dabei beachten muss, praktische Lösungen zu halachischen Vorschriften. Und für jeden Neugierigen, der unsere Kultur einfach kennenlernen möchte. Denn Sonnenlicht desinfiziert besonders Vorurteile. So nach der Mutter Jesaja 49,6. Und das Ganze gibt es dann detailliert nochmal in Kultur Hathorim bei Rabbi Jakob Ben Asher. Es heißt einfach Orha Eulam, wortwörtlich das Licht in der Welt, bedeutet sich als gutes Beispiel zu nehmen. Bei Kant ist es der kategorische Imperativ genannt und es klappt nicht im Dunkeln. Kurz ein Vergleich zu anderen Kulturen, die im selben Zeitraum entstanden wie das Judentum. Denn durch Kontrast zwischen schwarzen Strichen auf weißem Papier entsteht Form und Form hilft Verständlichkeit. Die Kuschit in Afrika hatten einen Nachfolger, der nennt sich der Mitzrayim, Ägypter. Das antike Ägypten hatten einen schwarzen Pinscher als Gottheit des Todes, der nennt sich Anubis. Und den kennen Sie wahrscheinlich von Stargate SG-1. Die Assyrer, uns bekannt als vom babylonischen Exil, hatten einen Papsukal, eine Art FedEx für Gottheiten in Hundegestalt, mit dem Namen Wys. Wys, der Beißer und Verschlinger der Feinde. Das war sein offizieller Titel. Die antiken Griechen kannten einen dreiköpfigen Cerberus, dagegen war Pavlov eine Lachnummer. Cerberus war der Bouncer der Unterwelt und die römische Version nannte sich dann Abraxas. Denn viele Kulturen verehren oder fürchten übernatürliche Kräfte. Bei Hunden gibt es einen Xottel bei den Azteken, was weiß ich alles. Oder manche Leute vergraben eine Katze unter einem Baum, um Pickel wegzubekommen. Die nächsten glauben, dass es so Beifahrer gibt, so Djinn, so Gespenster, die da rumfahren. Bei Heilige Kühe gibt es einen Hinduismus. Oder Batman aus China. Im Judentum ist der Hund einfach ein Hund. Weil wir davon ausgehen, dass das Leben in allen Pflanzen und Tieren eingehaucht worden ist von Hashem. Ein Transfer von Hashem, von Atem ist es nicht, Luft ist es nicht, daher würde man sich ein Bild machen. Infolgedessen ist kein einziges Lebewesen unrein, weil etwas Göttliches in dem drin ist. Gut, wenn sich jetzt der Hund so in Kacke gewälzt hat, dann sollte man besser duschen. Aber der Hund ist nicht unrein, sondern die braune Masse auf dem Hund ist unrein. In der Tora werden dem Hund Sonderrechte eingeräumt, da diese bei den letzten 10 Plagen, nach dem Auszug aus Ägypten, laut Parashas Shemot Bo, nicht uns angeknurrt hatten. Das bedeutet aber, dass sie irgendjemanden angeknurrt hatten, weil sonst wäre es ja nicht besonders, dass sie nicht angeknurrt haben. Und dann ist natürlich die Frage, ich habe es ja schon gesehen, auf der Karte, aber oben ist der Goshen und weiter unten sind die ganzen ägyptischen Städte. Wie kommen die darauf, um uns zu zeigen, dass sie uns nicht anknurren? Die einzige Lösung, die sich dann anbietet, sie müssen irgendwie raufgekommen zu sein, um zu zeigen, dass sie ja nicht anknurren. Und wenn sie sich überlegt, nach der Plage 10, es gab doch der Klappe 5 Dever, da gab es, hat es gehagelt und es sind alle Viecher drauf gegangen. Wieso gibt es noch Hunde? Was wäre denn, wenn die erstmal gebellt haben? So, wenn bei mir der Postbote kommt oder was weiß ich, bellen die Hunde auch. Aber Vorsicht, da ist irgendwas. Vielleicht haben sie einfach denen die Ohren vollgeknallt. Hier, pass auf, da machst du ja gerade einen großen Scheiß. Und die haben einfach sich dann gedacht, was soll's, der Hund bald sei ruhig, ne? So nach dem Motto. Und der Hund hat weitergebellt und die haben gedacht, okay, der kapiert's nicht, ich hau ab, da wo irgendwas mehr sicher ist. Und das war dann in Goshen bei den Juden. Und die haben sie nicht angeknurrt, weil sie dachten, verstanden haben, was los ist. Und deshalb haben die eine Sonderrolle in der Tora, was dann noch später weiterkommt. Wir essen, also im Judentum gibt es eine Diätvorschrift, die nennt sich dann Koscher, dass man gewisse Viecher, die nicht Verrufer sind und Wiederkäuende, nicht isst, also kein Hund, keine Hunde braten in China und auch kein Schwein und kein Pferd und keine Ratten. Und es gibt obendrein noch gewisse Hygienevorschriften, wie man soll nicht vom Boden zum Beispiel Kaugummi runterkratzen und dann einfach so vor sich hin futtern. Allerdings gibt es auch eine Vorschrift, dass man nicht einfach dass man nicht einfach Nahrung wegwerfen darf, wie zum Beispiel Kaugummi vom Boden kratzen und dann, das darf man nicht, aber man darf auch nicht wegwerfen. Was macht man dann eigentlich? Da gibt es ein Buch, Shemot Parashas Mishpatim, eine Mitzwa, da braucht man Hunde sogar dafür. Und da steht, Ve'anshei Koidish Tiyunli, benehmt euch anständig, heilig. Ubersabasa de Treife, Unfallopfer, ist nicht lecker. Lotochlo, nicht von der Straße runterkratzen und essen. Aber wenn es der Hund mag
und dieser Besetzung habe ich höchstpersönlich gemacht. So wie Philosophen Aristoteles oder Kant als Referenz angeben, gibt es im Judentum Rabbiner und Rabbinzen, deren Interpretationen der Tora sehr geschätzt sind. Und über den Hundenhalacha wurde so einiges geschrieben, so um den 48. Jahrhundert, das ist so Mittelalter herum. Den Rabbinern fiel auf, dass im Mittelalter überall Wissen vernichtet wurde, nachdem der Imam, es gab einen Imam Ibn Gaza bei ihm im Islam, der gesagt hat, Mathematik ist der Teufel, und Augustinus genau in derselben Zeit hat dasselbe gesagt. Glücklicherweise wurden dann große Teile, die ansonsten verloren gegangen wären, von griechischen Wissenschaften, so Aristoteles und Platon und was weiß ich, in unsere Zeit hinüber gerettet durch Islam in katholischen Klöstern in Irland. Und jedenfalls Halacha wurde nicht in diesen Klostern dann gerettet. Irgendwie gibt es da einen kleinen Logikfehler, aber das ist jetzt egal. Damalige Hundenrassen im Mittelmeerraum und Europa waren gerade einmal sowas wie dressierte Wölfe. Die ersten Aufzählungen von Hunderassen in der Renaissance erhielt mal 15 Typen. Die Fédération Cynologique Internationale, FCI, wobei international heißt hier Planet Frankreich, umfasst heute 350 Rassen. Und UK Kennel hat heute 500 Rassen anerkannt. Im Mittelalter, als Maimonides die orale Tradition schriftlich festhielt und kommentierte, sind in Gemälden zu sehen, dass diese Schlimmizitos, die wir da haben, eher sowas wie Bärenfang machen. Die Gummibärchen sind richtige Grizzlies. Zudem lebte Maimonides als königlicher Hausarzt des Kalifen in Ägypten 300 Jahre nachdem Bukhari in einer Sahih anerkannt Autor, eine anerkannter Autor islamischer Hadith, und er hat in seinem vierten Buch in der Hadith 540 geschrieben, dass laut Mohammed man alle Hunde umbringen soll, was dann aber in anderen islamischen Quellen abgeschwächt Wachtjagd und Schäferhunde das Leben erlaubte, solange diese nicht ein ausschließlich schwarzes Fell haben. Siehe aber Dawood 2839, und dann 45 gibt es dann noch ein weiteres. Die können Sie gerne zitieren, wenn irgendjemand Angst hat, bevor er seine Kinder auf die Straße schickt zu springen, denn schnelle Autos sind 100% tödlicher als gutartige Hunde. Übrigens haben Muslime der Schule Maliki keine Hundeangstvorschriften. Der Unterschied zwischen Kritik an Texten gegenüber Kritik an Menschen wird in der EU leider verdreht. Es gibt zum Beispiel überall gegen Islamophobie, keiner marschiert gegen Muslimophobie. Das sollte genau umgekehrt sein. Sie werden keine Probleme mit Christen haben, die haben kein Hundeverbot, und Hindus, da ist der Bello möglicherweise ein Gilgul seines Onkels. Und jemand mit realer Hundephobie, das sieht man vom Weiten, und der erlaubt ihnen Distanz zu halten. Zum Beispiel, ich habe Angst vor Krokodilen und der gehe deshalb auch nicht auf Krokodile zu, und ich trete nicht mal den Krokodil ins Gesicht und bleibe auch nicht lange stehen neben dem Krokodil, um den Krokodilbesitzer neben dem Krokodil stehend zu schimpfen. Oder ein Selfie von einem Krokodil mit mir und für die Polizei zu schießen. Das ist der Unterschied zwischen hat Angst vor dem Hund, was ich respektiere, und Bollywood. Zu der recht neuen Abneigung unter Dati Baruch Haredi will ich darauf hinweisen, dass die Assoziation Hund böse Tod wie bei Mitzrayim Purim oder Yawan nicht jüdisch ist. Allerdings im geschichtlichen Zusammenhang sollte man wissen, dass 1933 in Deutschland die Hundehaltung uns deutschen Juden verboten wurde. Das war sogar vor den Rassengesetzen. Deshalb habe ich gleich zwei Borderholz heutzutage. Weiterhin verwandt die 36. Waffengrenadierdivision der SS unter Oskar Dierewangler zur Menschenjagd, und wir Juden sind auch Menschen, verwendete Hunde. Zu diesem Zweck wurden die Hunde erst ausgehungert und dann auch noch mit Tollwut infiziert und dann losgelassen. Also war es möglich, dass ihr eigener Hund von dem das Gehirn von Tollwut verkürzt und ausgehungert gegen sie eingesetzt wurde. Das wissen wir, weil wir Deutsche, und ich bin Jüdischer und Deutscher, haben zugegeben, was alles passiert ist. Wir haben quasi deshalb vergleicht man jeden Diktator mit Hitler, weil wir haben einfach alle Symptome publik gemacht. Und das ist natürlich sehr unangenehm für jeden Übeltäter der Erde, dass es eine Checkliste des Bösen gibt. Es ist aber einer dieser Teile, weshalb ich auf Deutschland stolz bin. Und das funktioniert natürlich auch nur, wenn wir relevante Symptome vergleichen.
zum Beispiel ein Schememarathon, der alle Nachkriegsbemühungen kaputt macht und sagt, es liegt nur daran, dass er einen Schnauzbart hatte, ist einfach absoluter Blödsinn. Und oder dass man die ganze Zeit sich schämen soll, das zentriert den Geist um den Griffhals herum und das sollte nicht eigentlich ihr Lebensmittelpunkt sein, weder positiv noch negativ. Das ist etwas pervers und das sollten Sie sich merken. Jetzt mal zurück zum Hund. Der Kläffer und das deutsche Wort kommt aus dem hebräischen Kelef, das eine Fusion von Kol, ganz, und dem Wort für Herz, Lef, ist. Also ganz Herz, weil die so emotional sind. Ein Kläffer erkennt, wer nett ist, und bemerkt Gefahren. Er kann zum Beispiel Sprengstoff riechen, die Menschen weder riechen noch hören können. Rabbi Yishmael wird in Bava Kama 80a 11 zitiert, dass die Haltung von Hunden zusätzlich Ungeziefer und Ratten fernhalten. Für kleine Mäuse sind Katzen besser geeignet, allerdings wenn sie so eine große, richtig fette Ratte haben, die größer als die Katze ist, die frisst dann eher der Hund mit der Katze in der Ratte drin als Bonus. Einige Strömungen im Ultraorthodoxen haben heutzutage Einwände für Hundehaltung, da mit Friseursalon, Hundepulli und Hundegeburtstagsfeiern der Hund vermenschlicht wird. Und das ist deshalb hochgefährlich, weil wer Hunde wie Menschen behandelt, behandelt oft Menschen wie Hunde und beide sind wirklich nicht glücklich. In Shabbat 90b und der Gemara Bava Batra 20a wird als Tradition im jüdischen Leben das Halten von Haustieren genannt. Und obendrein noch gesagt, dass dann bei Kommentaren, dass das Kinder glücklich gemacht hat. In Dvarim Parashas Kise Zeit ist das Gebot Velosasim Domim Babesecha, nicht Gefahrenherde ins Haus zu lassen, also kein Hauskrokodil und auch keinen Kampfhund. Jeder Hundebesitzer weiß, ob ein Hund gefährlich ist oder nicht, hängt vom Besitzer ab, nicht von der Hundegröße. Guter Hund, das nennt man in der Halacha Kofri. Und das kommt nicht einfach von allein daneben stehen und einfach größer werden lassen, wie in einer Baumschule, nur für Hunde. Migdal, das Adjektiv Gadol in der Verbform Migdal, wird von der Mishnah dafür verwendet. Aber darüber im nächsten Video, etwas mehr in die Halacha hinein, welche Vorschriften es gibt und warum so viele Warnungen in der Halacha und der Mishnah sind. Und unter der Annahme, dass die Teure gültig bleibt. Hashem gibt nicht allwissend auch über die Zukunft allgemeingültige Regeln, um anschließend zu verkünden, ups, ich glaube, da habe ich mich geirrt, schick mir doch jemanden so vom Kundendienst nochmal runter, um das zu klären. Da ist jetzt der andere Hund, der sich beschwert. Angenommen, dass die wegen der Intelligenz anerkannten Rabbiner Hunde intelligent zu ihrer Zeit beobachtet haben und bei ihren Lehrschrift davon ausgehen, dass Menschen mittelalterliche Hunderassen kennen, weil diese nicht unsere Zeit kann. Dies angenommen geht es dann darum, wie ich die Texte auf dem mir bekannten Spezies Hund verstehe, unter Anwendung von meine jüdische Kopf. Denn Denken ist Vorschrift, eine Mitzwa ersichtlich aus Bereshis Parshas Vayishlach, als Jakob den Namen Jesuel bekam. Gute Nachricht, Denken macht Spaß, selbst Anfängern, und es ist medizinisch und wissenschaftlich nachweisbar eine Maßnahme, die die Intelligenz von ihnen schlagartig verdreifacht, durch Denken, im Gegensatz zum Nichtdenken.